Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kleinen Special-Video. Ich habe es bereits im letzten Video angekündigt und zwar gestern im BVB-Karrieremodus. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, checkt den auf jeden Fall mal aus. Ihr solltet auf jeden Fall diese Episode gesehen haben, denn sie war wirklich sehr, sehr interessant. Ja, es gibt heute so ein bisschen Update zu den Karrieremodi, die ich Privatspiele, beziehungsweise die ich halt nicht auf YouTube zeige, sondern die im Endeffekt von mir, wenn ich mal FIFA spiele, so nebenbei gezockt werden. Da haben wir ein paar dabei und vor allem drei Stück, die ich euch besonders ans Herz legen möchte und die werde ich euch in diesem Video vorstellen, mal so ein bisschen zeigen, mal meine Gedanken dazu raushauen und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so privat aussieht, was ihr für Karrieremodi zockt, wie ihr so dasteht, was eure Lieblingsspieler sind und ob ihr es lieber mögt, wirklich Talente rauszuballern und alle zu kaufen, so ein Mbappé, ein Dolberg und so weiter und so fort, oder so ein bisschen realistischer orientiert und ja, was ihr einfach besser findet. Ich bin sehr interessiert daran, ballert auf jeden Fall mal in die Kommentare. So, das Ganze wird demnächst auf wieder 0 Ultimate Team kommen, also eine Clubtour, macht euch da gar keine Gedanken. Wir haben mehr mit der Nova 96 Karrieremodus am 9. Januar zuletzt gespielt. Das ist der YouTube-Karrieremodus, RB Leipzig haben wir auch noch. Everton ist dann privat, Valencia auch, die Benfica ebenfalls und die Hammers. Das sind so die vier, die ich privat spiele. Die Hammers sind mein aktueller privater Karrieremodus, wenn man spiele. Es kommt selten vor, ich spiele wirklich wenig FIFA in letzter Zeit. Liegt ganz einfach daran, dass ich ja, wenig Zeit habe in Real Life. Übrigens, Like da lassen, wenn es euch gefällt, würde ich mich über freuen. Videobeschreibung auschecken, Link zu heute, wollt 6% Rabatt. Codemax Gaming TV, eure FIFA Points, FIFA Coins, FIFA Coins, PSN Max Hut haben, genauso ist richtig. Mein Merchandise und meine Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die Benfica sind Karrieremodus, den ich mit Max zusammenspiele, wenn er hier ist. Dann haben wir Valencia, der ist, glaube ich, ganz privat auch. Ich weiß es gar nicht, ist ein bisschen älter und Everton, den kennt ihr bereits und deswegen fangen wir auch mit dem an. MacPies und BVB sind Newcastle und BVB-Karrieremodus, wie ihr es halt auf YouTube auch sehen könnt. So, ja, wir haben hier, warte, habe ich lange nicht mehr gespielt, habt ihr gerade auch gesehen. Momentan Viertelfinale der Champions League gegen Atletico und wir sind im Kalenderjahr 2021, genau. Momentan im April, das heißt, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Saison und können mal ganz kurz gucken, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir in der Tabelle so stehen. Wir sind, ach ja, kann man hier gar nicht sehen jetzt gerade, wir sind momentan, das ist die Begegnung, richtig, das war falsch. Wo sind die Tabelle, verdammt? Begegnung, Tabelle, Tabelle, genau. Kann ich schon alles gar nicht mehr hier, Wahnsinn. In der Tabelle stehe ich auf Tabellenplatz 1, nehme ich mal stark an. Dürfen wir es auch sehen irgendwann mal? Das wäre super. Ich weiß nicht, warum FIFA da immer so lange braucht. Das ist doch echt nicht schwierig. So, wir sind Tabellenerster. Oh ja, mit dezent Vorsprung. Eine Niederlage. Ich spiele auf Legende, aber das ist halt auch in dem privaten Karrieremodus, genau wie auch in dem YouTube-Karrieremodus das Problem. Ich zerstöre halt alles, selbst wenn ich simuliere mit den Teams. 54er Tordifferenz, 14 Gegentore erst in 31 Spielen. Ja, scheint ganz gut zu laufen. Champions League auf Viertelfinale und das wahrscheinlich ohne große Probleme. Schauen wir mal ganz kurz nach. Das sind meine Transferziele und so sieht das Team aus. Genau, wir haben vorne drin Ferrari, den habe ich, das ist ein Jugendspieler, den habe ich gescoutet. 98 Abschluss, 97 Fernschüsse, 96 Schusskraft, 96 Ballkontrolle. Der ist ganz gut, hat sogar defensive 71 Grätsche und 75 fairer Zweikampf. Das kannst du auf jeden Fall mal so machen. 5-Star Weakfoot, Stürmer, Mittelstürmer kann er spielen. Ist Linksfuß, macht ja aber auch nichts, 1,88 groß. Hat dazu 99 Körperstärke, 85 Antritt, 80 Sprintgeschwindigkeit, 78 Sprungkraft. Kopfballpräzision nicht so hoch, aber ist auf jeden Fall ziemlicher Bulle. Can spielt gerade 10, ist aber eigentlich Ersatzspieler, wenn ich mich recht erinnere. Dembélé haben wir dann auf rechts mit 89, auch sehr, sehr stark auf jeden Fall. Dann haben wir noch Talvella links, den pushe ich gerade so ein bisschen, hat 17, ist 17, hat 70. Geht auf jeden Fall noch was. Skovgaard ist 20, hat 84. Dann noch was Sullivan, der ist 19. Das sind so meine Nachwuchsspieler. Van Dijk und Bailey sind meine Standard-Innenverteidigung, wenn ich mich recht erinnere. Donnarumma mit 92 im Kasten. Jesper ist ein Nachwuchskeeper. Fries, mein absoluter Lieblingsspieler. Spieler, mein kleiner Cristiano Ronaldo, 1,74 nur groß, aber unglaubliche Werte und unglaublich genialer Spieler mit 99 Abschluss, 99 Ballkontrolle, 95 Fernschüsse, Forster Skills und Weakfoot. Rabiot dann einer meiner Stammspieler, Barclay, der ist auf 10 gesetzt, hat er zurückgeholt damals von United. Gabriel ist mein Ersatzstürmer, genau, dann haben wir Calvert-Levin, den ich einfach mag, weil er aus Everton auch kommt. Ich habe versucht, es halt realistisch zu halten, dass die meisten hier sind wirklich Nachwuchsspieler, guten Chan und so, und Bailey und so, die holt sich Everton normalerweise nicht. Das Ding ist aber halt, ich bin halt auch Meister konsekutiv, dementsprechend ist das nach dem gar nicht mehr so realistisch. Deulofeu noch mit 88, der mir ja keine wirkliche Bedeutung mehr hat, ist nur ein Auswechselspieler. Haben wir hier noch White, der müsste 21 sein, genau, dann haben wir Bader, der 17. Nee, 19 mittlerweile, okay, aber 98 Ballkontrolle auch. Klausen, der ist 19 mit 80. Ja, Brandon, genau, der ist 19, hat 86, mein Ersatzkeeper. Ist schon ziemlich stark und hier haben wir Williams, der mittlerweile 36, hat 69. Naja, der Karrieremodus ist schon ziemlich nice, da kann ich absolut nichts gegen sagen. So, gucken wir uns aber die anderen an und zwar den von Valencia habe ich am wenigsten im Kopf, ehrlich gesagt. Ich wusste gar nicht, dass ich den noch habe, beziehungsweise warum ich den habe. Kann ich aber jetzt gerade nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie weit ich da bin, kann sein, dass ich da irgendwie nur im Winter bin oder sowas.
September 2016. Boah, da bin ich ja richtig weit gekommen, du. Ja, aber den habe ich irgendwann mal gespielt, weil ich Bock auf die hatte. Wen habe ich mir denn gekauft? Ari Bezabalag habe ich mir geholt als Torwart. Genau, Muriel als Stürmer, als Ersatzstürmer eigentlich eher. Und ansonsten nicht viel. Guck mal, habe ich sogar einen freien Platz, wenn ich mal einen neuen anfangen möchte, was normalerweise immer ein Problem ist, weil man ja mittlerweile nur 8 Karrieremodi haben darf, was ich ziemlich scheiße finde. Okay, habe ich nicht viel gemacht, der ist nicht wirklich sehenswert. Überraschend, dass ich den noch habe. Überraschend, dass ich gelöscht habe. Kann sein, verwechselt habe, weil ich hatte mal Valencia-Karrieremodus, den ich simuliert habe und der ganz geil war, aber... Naja, so, dann haben wir hier noch die Benficker. Und das ist, wie gesagt, der Karrieremodus, den ich mit Max am Laufen habe. Und den wir mal zu zweit spielen. Ja, deswegen, ich weiß auch nicht, wie weit wir da sind. September 2017, immerhin die erste Saison vorbei. Momentan Tabellenvierter mit 7 Punkten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen simuliert, weil wir gewinnen normalerweise, wenn wir spielen. Nehmt euch, also das, der Name, wir machen immer solche Namen. Wir hatten auch schon Adam Sapfel und sowas. Geiler Stecher ist, ja... eigentlich ganz lustig. Wir haben Alassane Maximin gekauft, der ja Forster Skills und Forster Reefoot hat und mittlerweile 88 Potenzial. Justin Kluivert haben wir dazu noch, den finde ich richtig geil, auch in dem Hammers-Karrieremodus mit 18 Jahren. Unglaublich guter Spieler. Jimenez ist eigentlich nur Ersatzstürmer, meine ich. Wir haben, glaube ich, wen anders. Tavares haben wir dann hier. Ich weiß gar nicht, ob es ein Nachwuchsspieler ist, ob der von Benfica tatsächlich ist. Witzel haben wir uns am Anfang schon dazu geholt von den freien Spielern, weil der ja tatsächlich von Benfica mal gekommen ist zu Zenit, mittlerweile ja in China aktiv. Madrazo müsste ein Nachwuchsspieler sein, genau, mit 16 Jahren 66 ist auch ganz gut. Dann haben wir Donnarumma wieder im Kasten, Standardkeeper, aber der ist einfach geil. Felipe Augusto, der ist von der Leihe zurückgekehrt, wie allgemein so ziemlich jeder Spieler bei Benfica. Gomez ist verletzt, der ist aber, glaube ich, auch nicht Stammstürmer. Wir hatten irgendwie hatten wir Jovic ist unser Stammstürmer. Hat 80 mit 19, ist auch ein ganz normaler Spieler von Benfica, kein Talent oder sowas, deswegen hat auch ein reales Face. Ja, sieht ganz cool aus, ist auch, wie gesagt, wieder sehr realistisch gehalten. Wir haben da nichts irgendwie Großartiges verändert, abgesehen halt davon, dass wir Witzel haben. Wir haben Donnarumma, wir haben Star Maximin und Kluivert, aber das sind auch keine unrealistischen Transfers, weil Benfica ja dafür bekannt ist, Talente zu fördern. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu zocken. Ich denke mal, wir werden heute Abend noch weitermachen. Mal sehen, wie weit wir da kommen, beziehungsweise was sich da noch so ergeben wird. Haben schon lange kein Fieber mehr gespielt. Werden wahrscheinlich auch Madden spielen, aber da kann man sich immer nicht so ganz sicher sein. Unsere Karrieremodi halten noch meistens nicht länger als 2 Saisons. Aber wir werden sehen, was sich da noch so ergeben wird. Und dann kommen wir zum letzten Karrieremodus und das ist der Hammers Karrieremodus mit West Ham United. Come on, you Irons. Und ja, da habe ich mittlerweile auch eine Saison gespielt tatsächlich. Ich bin momentan Tabellenführer und habe dieses Team. Ich spiele Dreierkette dauerhaft. Und da finde ich eigentlich auch realistische Transfers gemacht, zumindest halbwegs. Dafür, dass es Premier League ist und ich halt von Anfang an nicht das Top-Team war, aber halt auch nicht so wie West Ham in dieser Saison in Realität. Belotti habe ich mir in der ersten Saison schon gekauft, weil ich dachte, ich brauche einen neuen Stürmer, einen richtigen Goalscorer. Das fehlt bei West Ham, finde ich. Und der hat mich auch zur Europa League geschossen. Ich habe es realistisch gemacht, viel simuliert, dadurch viel unentschieden gespielt und bin im Endeffekt, habe ich den letzten Spieltag mehrfach simuliert, damit ich nur in die Europa League und nicht in die Champions League komme, wo City dann spielt, damit es halt noch realistischer ist. Belotti ist auf jeden Fall mein Stammstürmer, der hat in der ersten Saison nicht so viel getroffen, aber natürlich geile Werte, gar keine Frage. Links spielt Lanzini, rechts spielt Justin Kluivert, den ich auch hier absolut geil finde. Dann habe ich mir zur neuen Saison jetzt Wilshere gekauft, weil ich ja jetzt Euroleague spiele, das Geld habe und es relativ realistisch ist, weil er bei Arsenal ja keine wirkliche Chance hat. Ich wollte einen Top-Transfer machen, habe ich mit Wilshere gemacht, hat mich auch, glaube ich, 40 Millionen oder so gekostet. War ganz okay. Nordwald spielt im Mittelfeld neben ihm. Masuaku auf der linken Seite. Da habe ich mir Berenguer gekauft von Osasuna, den ich eigentlich ganz gut finde, weil der halt linkes Mittelfeld und Linksverteidiger spielen kann. Die Außen sind so ein bisschen defensiver. Antonio kann das nicht mehr, aber zuletzt hat er eigentlich mehr Ayew gespielt. Der kann ein bisschen mehr Defensive. Antonio kann es im Notfall aber auch hoch Arbeitsraten. Das passt dementsprechend ganz gut. Er ist seit Kluivert Stammspieler. Er spielt Antonio zurückgezogen. Dann haben wir hier hinten Van Dijk. Den hole ich mir irgendwie immer. Der ist halt einfach auch gut und dementsprechend brauchte ich den, weil ich glaube Reed verletzt war. Ich weiß gar nicht, wer verletzt war. Oxford, das Megatalent, kommt ja von West Ham, dementsprechend unrealistisch. Und Carter ist mein eigener Spieler mit 17 Jahren 71 aus der Jugend. Den habe ich hochgezogen und der spielt momentan für Reed, der eigentlich wechseln wollte, jetzt doch da bleibt. Aber der kann nicht mal. Adrian wollte im Winter wechseln, habe ich weggehen lassen und dafür mir Ederson geholt von Benfica im Tauschgeschäft. Nicht so realistisch, aber ich fand es noch ganz okay, weil es halt nicht der Mainstream-Keeper ist. Trotzdem eine Menge Potenzial. Zur neuen Saison haben wir Foster geholt und zwar als Ersatzkeeper für die Euroleague. Denke ich mal, ist auch gar nicht so unrealistisch. Delph habe ich mir noch geholt, die Schlange von Manchester City. Einfach weil der nicht so stark ist, weil das eigentlich ein Spieler ist, der auch in Realität zu West Ham gehen könnte. Und weil ich einen zentralen Mittelfeldspieler als Backup brauchte und der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Meunier habe ich mir schon zum Anfang der letzten Saison geholt. Der war so mein Stürmer hinter Belotti, beziehungsweise eine als Stammspieler geplant, weil ich eigentlich Belotti gar nicht kaufen wollte. Das hat sich dann erst ergeben zum Ende der Transferphase, weil ich halt gemerkt habe, dass ich einen guten Stürmer brauche. Ja, Meunier ist 22 Jahre alt aus dem Benin. Vor allem das Powerhouse vorne drin, der hat 86 Stärke, der ist 1,90 Meter groß, kopfballstark bis zum geht nicht mehr, relativ schnell unterwegs und dementsprechend ganz cool.
Ja, dann haben wir noch Nilo. Nilo ist ein Talent von mir, 18 Jahre alt ist Finn. Dann haben wir noch Reed, der ist 17 Jahre alt, aus Schottland. Das sind alles nicht so die kranken Talente, haben aber eine Menge Potenzial. Nur noch nicht das Rating, das mache ich eventuell noch. Figuli haben wir dann hier noch. Kina, der ist auch tatsächlich, ja, wirklich von West Ham, nicht Nachwuchsspieler. Hat nicht so eine Menge Potenzial, ich glaube 80 nur. Leider Gottes, obwohl er mit 16 schon mit 62 angefangen hat. Aber gut, vielleicht kann ich den ein bisschen höher pushen. Karriere haben wir dann hier noch, nämlich ausgeliehen HSV. Mit dem plane ich nicht wirklich, der ist mein dritter Stürmer. Edwards haben wir dann hier noch mit 18, das ist auch ein Nachwuchsspieler, logischerweise Noble. Diangana Morris ist Nachwuchskeeper mit 17 und 65. Der ist auch auf jeden Fall gut als dritter Keeper für die Pokalwettbewerbe. Wir haben ja 4 Wettbewerbe in England, in denen ich vertreten bin. FA Cup, League Cup, dann haben wir die Premier League und halt eben die, ja, Euroleague, genau. Ogbonna und Fonte sind dann noch neben Reed. Also ich habe hier quasi 6 Innenverteidiger für 3 Positionen, was passt, finde ich. Haben wir noch hier noch ein paar Leihspieler, die ich nicht losgeworden bin. Randolph als dritten Keeper, der eigentlich schon weg wollte, mehrfach, aber nicht weg sollte. Also er wollte eigentlich weg und hat uns wieder angefragt und konnte sich dann nicht mit dem Gehalt einigen. Weiß ich nicht. Und Snodgrass, der bei mir keine wirkliche Rolle spielt und ein absoluter Backup ist, wenn es im Pokal mit Fitness nicht reicht. Ja, ich finde den Karrieremodus aber eigentlich ganz cool. Wir können mal auf die Leistungsdaten gucken bisher in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, wie die ausschauen. 3 Spiele, okay, haben wir noch nicht viele Spiele gemacht. Wilshere, 2 Spiele erst. Eine Vorlage bei Antonio. Wie viele Tore haben wir gemacht? Okay, bei Lotti schon mal 4, das ist nicht schlecht. Lanzini hat schon 2 Vorlagen. Und hat der Kollege Kloiwert schon eins? Nein, noch nicht. Also hier nicht so viel passiert bisher. Aber das kann ja alles noch kommen. Mal sehen, wie ich die Saison noch weiterspiele und wie oft ich halt Karrieremodus spiele. Darauf kommt immer so ein bisschen an, weil ich halt nicht viel Zeit habe. So, speichern muss ich hier nichts. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare oder eure Ideen und eure eigenen Perspektiven, wie es in euren privaten Karrieremodi aussieht. Mögt das eher realistisch? Mögt ihr mehr die Talente? Mögt das eher so, wie ich es mache? So quasi den Mix, dass man erst Realismus macht und später, wenn man dann erfolgreich ist, auch so das anpasst, wie es in Realität wahrscheinlich sein würde. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Demnächst kommt eine Clubtour für Ultimate Team, seht ihr da rechts schon. Und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal kostenlos, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.